So, dann würde ich anfangen und möchte Sie ganz recht herzlich begrüßen und gleich zu Beginn auch darauf aufmerksam machen, dass diese Präsentation aufgenommen wird, dass aber auch vor einer Veröffentlichung alle persönlichen Daten anonymisiert wird. Ich möchte heute mit Ihnen über das spannende Thema Künstliche Intelligenz, Revolution im Hörsaal sprechen, aber ganz zu Beginn mich nochmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Annette Miller und ich bin seit Januar hier an der Aagaard University tätig und befasse mich insbesondere mit den Auswirkungen, die KI auf Unternehmen, Geschäftsmodelle und Innovationen hat. Vor meiner Zeit an der Aagaard war ich Geschäftsführerin von HashnAI, dem Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz. Bereits in dieser Zeit habe ich mich intensiv mit der Frage befasst, wie KI Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst. So, jetzt klickt das nicht weiter. Doch, jetzt schon. Kurz noch zur Aagaard University. Für alle, die sie nicht kennen, wir sind die erste voll akkreditierte staatliche anerkannte Hochschule und haben mehr als 65 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Wir haben mehr als 70 Studiengänge, die man zeitlich und räumlich flexibel studieren kann. Und als digitaler Pionier im Fernstudium sind wir in besonderem Maße geeignet, uns mit dem Thema KI im Studium natürlich auch zu befassen und KI in das Studium zu integrieren. Und genau deswegen möchte ich Ihnen heute zeigen, welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen KI im Studium mit sich bringt. Doch bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich einen Schritt zurückgehen und nochmal darauf eingehen, warum KI überhaupt so ein zentrales Thema geworden ist, das so viele Bereiche in unserem Leben beeinflusst und eigentlich auch nochmal ganz kurz darauf eingehen, ob das nicht einfach auch ein bisschen ein Hype ist. Welche Bedeutung KI in unserer Welt eingenommen hat, haben wir gerade die letzten Tage erlebt. Neben den Schlagzeilen, die wir eigentlich fast jeden Tag in unseren Medien lesen, vor allem auch über das Thema ChatGPT, gab es nämlich zwei in den letzten oder in der letzten Woche, die aus meiner Sicht nochmal ganz besonders sind. Denn erstmals wurden Nobelpreise an KI-Wissenschaftler vergeben. Und zwar nicht nur im Bereich Physik für die Grundlagen zu KI, also die Informatikgrundlagen der künstlichen Intelligenz, sondern auch für den Chemie-Nobelpreis. Und zwar an zwei Wissenschaftler, die diesen Bereich geforscht haben. Ganz erwähnenswert ist aus meiner Sicht auch, dass die Wissenschaftler des Chemiepreises nicht an einer klassischen Universität oder einer klassischen Forschungseinrichtung beschäftigt sind, sondern bei DeepMind. Und DeepMind ist ein Unternehmen von Google inzwischen. Was schon eben auch viel über die Bedeutung von KI aussagt. Auf diesem Bild sehen Sie unten links die zwei Wissenschaftler, die den Physik-Nobelpreis gewonnen haben. Das sind John Hopfield und Jeffrey Hinton. Und rechts oben die zwei Chemiepreisträger. Und die haben den Preis eben bekommen für AlphaFold. Und AlphaFold ist ein KI-Modell, mit dem man Proteinstrukturen vorhersehen kann. Die Nobelpreise sind aber nur ein Beleg für die Bedeutung von KI in unserer Welt. Ein anderer ist für mich zumindest dieses Bild, welches zeigt, welchen Einfluss KI auf die Arbeitswelt, in dem Fall auf die Kreativbranche hat. Es ist über das Programm Adobe Firefly erstellt worden, und zwar auf der Basis eines von mir formulierten Prompts, einer Anweisung, und der heißt Wartender Mann mit Aktentasche auf einer Bank mit einem Roboter. Um es ganz deutlich zu machen, anstelle eines Grafikers, der viele Stunden an der Erstellung gesessen hat, habe ich dieses Bild innerhalb von Sekunden mit einem auf natürlicher Sprache bestehenden Befehl gemacht. Und das, ohne dass irgendwelche Kosten für mich entstanden sind. Dies zeigt, dass KI die Welt verändert und damit auch das, was in unserer zukünftigen Arbeitswelt wichtig ist. Diese Grafik hier zeigt die Ergebnisse einer Untersuchung des Weltwirtschaftsforums darüber, wie Mitarbeiter aus der ganzen Welt die Wichtigkeit von Kompetenzen einschätzen, wobei die Erhebung in regelmäßigen Abständen gemacht wird, um Veränderungen wahrzunehmen. Es wird deutlich, dass unter den 10 wichtigsten Kompetenzen nur zwei Fachkompetenzen sind, und zwar technologische Kompetenz auf Platz 6 und Qualitätskontrolle auf Rang 10. Ansonsten handelt es sich um kognitive, menschliche Fähigkeiten oder Dinge wie Empathie und die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Doch warum ist das so? Grund hierfür ist, dass KI uns eine Reihe von Aufgaben abnehmen kann, die wir in der Vergangenheit selbst gemacht haben. Was das ist, möchte ich jetzt nochmal exemplarisch zeigen.
Ein Beispiel ist das Erstellen von Texten, egal ob das Social Media Posts sind, Kochrezepte, Witze oder Gedichte. Das Erstellen von Texten ist ja auch für das wissenschaftliche Arbeiten und das Studium von Bedeutung, wobei es hier eben nicht nur wichtig ist, Texte auszuformulieren, sondern auch zu recherchieren. Und genau das kann dieses Tool, das ich hierfür benutzt habe, und das ist Perplexity AI. Im konkreten Beispiel habe ich einen Aufsatz schreiben lassen zur Entwicklung und Anwendung von Wasserstofftechnologien angesichts aktueller politischer Ereignisse. Und ich kann gleich dazu sagen, ich habe von diesem Thema wirklich überhaupt gar keine Ahnung und trotzdem einen großen und langen Text erhalten. Das Besondere an diesem Tool, Perplexity, ist übrigens, dass es eine Mischung aus einem Sprachmodell ist, das Texte ausformuliert und gleichzeitig tagesaktuelle Informationen mit reinbringt, also so wie das Google eben auch macht. Möglich ist aber nicht nur das Erstellen von Texten, sondern auch von Präsentationen. Und hier sehen Sie ein Tool, das ist Jammer, das ist die Eingabemaske von Jammer. Und dieses habe ich jetzt eben auch genutzt, um eine Präsentation und ein Poster erstellen zu lassen. Und zwar auf der linken Seite habe ich das Tool aufgefordert, mal eine Präsentation zum Thema Einsatz von KI in der Lehre zu erstellen. Das sollte eine 15-seitige Präsentation sein. Und Sie sehen hier die ersten anderthalb Folien davon. Auf der rechten Seite habe ich für die Tochter meines Lebensgefährten ein Poster erstellen lassen, dass sie das mal sieht. Da geht es um den weiblichen Zyklus und das sollte eben für die 7. Klasse und den Biologieunterricht sein. Das Tool funktioniert immer gleich. Wir geben an, was wir wollen, also eine Präsentation oder ein Poster oder eine Website. Wir sagen, wie umfassend das sein soll, welchem Stil das aufbereitet werden soll. Es können Schwerpunkte gesetzt werden oder Stilrichtung und alles andere wird vom KI-Tool gemacht. Beide Tools sind jetzt Beispiele dafür, wie KI oder generell KI-Tools unser Leben erleichtern und verbessern können. Und die Fähigkeiten sind inzwischen wirklich so hoch, dass KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT wirklich wichtige Prüfungen bestehen, wie das bayerische Abi, die theoretische Führerscheinprüfung oder auch hier ist noch das Beispiel eines US-Medizinexamens. Und man kann jetzt natürlich die Frage stellen, müssen wir denn überhaupt noch studieren, wenn die Fähigkeiten schon da sind? Meine Antwort ist dazu dann ganz eindeutig und zwar ja, denn auch wenn KI die Fähigkeiten oder beachtliche Fähigkeiten besitzt, kann es uns als Menschen nicht ersetzen, sondern immer nur als Assistent unterstützen. Was ganz wichtig ist, KI verändert, was wir lernen, was wir können und was wir wissen müssen und auch wie wir lernen. Um zu zeigen, warum das so ist, möchte ich noch mal einen Schritt zurück und zeigen, was KI überhaupt ist. Und da kann man sagen, dass KI ein Sammelbegriff, also künstliche Intelligenz, ein Sammelbegriff ist für verschiedene Technologien, welche es Software ermöglichen, intelligentes Verhalten zu zeigen. Es handelt sich um Algorithmen für das Lernen, das Wissen, Lesen, Denken, Handeln und Sehen. Auch wenn wir erst seit kurzem sehr intensiv über KI sprechen, gibt es KI-Technologien bereits sehr, sehr viele Jahre. Aufgekommen ist der Begriff in den 50er Jahren. Und entsprechend sind viele KI-Technologien auch schon lange Teil unseres Alltags und vieler Anwendungen, wie zum Beispiel in der Steuersoftware oder in einem Staubsaugerroboter. Das aktuelle Verständnis von KI umfasst vor allem Ansätze des maschinellen Lernens und der künstlichen neuronalen Netze. Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der KI, bei dem Computer aus Daten lernen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, ohne explizit programmiert zu sein. Ziel ist es, dass aus den Daten generalisierte Informationen gewonnen werden, um dann auf neue, unbekannte Daten richtige Antworten zu geben. Im Beispiel hier auf diesem Bild sieht man oben eben, dass das Modell mit sehr vielen Informationen über Kreise und Dreiecke, verschiedene Farben, verschiedene Formen gespeist wurde und es dadurch gelernt hat, eben auch andere Kreise und Dreiecke zu erkennen, wie das unten dann eben beispielhaft dargestellt wird. Das ist eben ein Dreieck, das das Modell vorher noch nicht gesehen hat. Bisschen ähnlich funktionieren auch Sprachmodelle, die
ja auch Teil vieler unserer Anwendungen sind, wie zum Beispiel auch von ChatGPT. Ein Sprachmodell ist ein statistisches und mathematisches System, das entwickelt wurde, um menschliche Sprache zu analysieren und zu generieren. Es funktioniert, indem es große Mengen an Textdaten untersucht, um Muster und Wahrscheinlichkeiten für die Anordnung von Wörtern zu erlernen. Dabei wird aber, und das ist ganz wichtig, eben auch zu verstehen, nicht verstanden. Also das Modell versteht nicht, was die Wörter bedeuten. Stattdessen wird berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes Wort auf ein anderes folgt. Ein Beispiel: Wenn ein Satzanfang ist, eine Tomate ist, dann kann das Modell vorhersagen, dass das Wort gesund wahrscheinlicher ist als das Wort blau. Diese Vorhersagen basieren dann eben auf den statistischen Mustern, die das Modell aus den Trainingsdaten, zum Beispiel elektronische Zeitschriften, Wikipedia oder sonstige elektronische Daten, gelernt hat. Und diese Informationen dienen dann eben für die Generierung von Antworten und die eben über generative KI gestellt werden können. Zusammenfassend lässt sich festhalten, Sprachmodelle, die dann Grundlage für generative KI-Modelle sind, können grammatikalisch korrekte Sätze erzeugen, ohne tatsächlich die Inhalte oder die Bedeutung zu verstehen. Das macht sie dann eben auch zu sehr leistungsfähigen Werkzeugen, die wir im Studium nutzen können. Doch was bringt es für das Studium? Und das möchte ich anhand von ein paar Beispielen zeigen. Und zwar ein Beispiel ist das personalisierte Lernen, eine sehr, sehr spannende Anwendung von KI. Denn durch intelligente Tutorsysteme kann das Lernmaterial individuell angepasst werden, sodass jeder Lernende in seinem Tempo vorankommen kann. Die Systeme agieren sozusagen als digitale Lernbegleiter und unterstützen uns dabei, den Lernprozess effizient zu gestalten. Ein Beispiel, das sehen Sie auch rechts oben, ist eine Sprachlernsoftware. Hier werden zum Beispiel die Wörter oder auch Worttypen oder Wortarten öfters wiederholt, bei denen wir besondere Schwierigkeiten hatten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil von KI ist die Effizienzsteigerung, wie ich es vorhin ja auch schon gezeigt habe bei Perplexity, wo dieser Aufsatz erstellt wurde, oder auch bei Jammer, wo die Präsentation erstellt wurde. Eine solche automatisierte Erstellung von Unterlagen oder Zusammenfassungen oder auch von Konzepten für verschiedene Arbeiten spart uns nicht nur Zeit, sondern reduziert eben auch auf, ja, spart Zeit und hilft uns eben bei sehr viel wichtigen Aufgaben. KI, das habe ich vorhin auch schon gezeigt oder angedeutet, eröffnet uns auch neue Forschungsmöglichkeiten. Und zwar kann mit KI-gestützter Datenanalyse und Modellierung eben auch komplexe Fragestellungen übernommen werden oder angegangen werden, die in der Vergangenheit nicht möglich waren, wie zum Beispiel bei AlphaFold, diesem System oder KI-Modell, mit dem die Proteinstruktur vorausgesagt werden kann und damit eben auch Medikamente oder neue Werkstoffe viel, viel schneller als früher hergestellt werden können. Trotz der immensen Fähigkeiten muss man aber da unbedingt beachten, dass KI auch eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringt. Und zwar im gesamten Spektrum von ethisch-rechtlichen, sozialen Aspekten, aber auch im Hinblick auf die Qualität von Bildung. Beim Ansatz von KI in der Bildung besteht zum Beispiel die Gefahr, dass Plagiate und Betrug entstehen können. Studierende könnten Inhalte kopieren oder schlimmstenfalls sogar, ohne dass sie irgendwas davon verstehen, was eben nicht nur den Sinn und Zweck von Lernen nicht erfüllt, sondern natürlich auch ein Betrug ist, also ein Regelverstoß gegen Prüfungsordnung und alle Regelungen, die damit verbunden sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass durch die verstärkte Nutzung von Technologien auch die persönliche Interaktion zurückgeht und dieser persönliche Austausch kann natürlich auch dazu führen, dass wichtige Kompetenzen, Soft Skills, wie ich eben vorhin auch gesagt habe, nicht gefördert werden oder noch weiter verloren gehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass KI das kritische Denken beeinträchtigen kann. Da Studierende die Antworten einfach generieren können, besteht nicht nur die Gefahr, dass das Wissen fehlt, sondern auch, dass die Ideen nicht diskutiert und hinterfragt werden.
Ein ganz wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht eben auch, dass eine weitere Herausforderung darin besteht, dass Studierende auf einmal völlig neue Kompetenzen und neues Wissen benötigen. Das heißt, sie müssen lernen, KI zu bedienen, aber auch verantwortungsvoll einzusetzen. Denn das ist mir ganz wichtig zu betonen, auch wenn die Ergebnisse beeindrucken, muss man festhalten, dass KI immer nur Fähigkeiten in einem sehr, sehr eng definierten Bereich hat. Anders ausgedrückt, KI ist eine Inselbegabung. Wie sich das zeigt, wollte ich eigentlich anhand eines kurzen Videos zeigen, aber das Programm, immer wenn ich das Video abgespielt habe, ist mir der Rechner abgestürzt. Deswegen habe ich jetzt hier einfach nur einen Screenshot aus dem Video eingefügt. Das Video oder dieses Bild ist erstellt worden mit dem Tool Sora und der Prompt lautete Monkey playing chess in a park. Das Bild zeigt, denke ich, dass es sehr realistisch alles aussieht. Aber, und das muss man hier eben auch beachten, ist, dass die KI eben nicht versteht, was sie da macht und sich deswegen Fehler einschleichen. Und weiß ich nicht, wenn jemand einen Fehler sieht oder mehrere Fehler sieht, dann freue ich mich über einen kurzen Input dazu auch. Nein. Dann löse ich zumindest mal wenige Fehler auf. Und wenn Sie das Schachbrett anschauen, dann sehen Sie schon, dass das Schachbrett viel zu klein ist. Ah, da kommt was in den Chat. Anzahl Felder, genau. Dankeschön. Die Anzahl der Felder stimmt nicht. Und der nächste Fehler ist auch, dass wir, und ich bin jetzt kein guter Schachspieler, aber ich glaube, wir sehen drei Könige. Ja, da kommt noch was rein. Viele Figuren fehlen, genau. Und es sind drei Könige auch auf dem Spielfeld. Ich bin keine Schachspielerin, aber wenn ich mich nicht sehr täusche, dann darf jeweils in jeder Farbe nur ein König da sein. So, und das sind jetzt natürlich zwei Dinge, die hier auffällig sind und die eben zeigen, dass die KI oder dieses KI-Modell das hier eben in keiner Weise versteht und also dass hier Dinge produziert werden, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Das heißt, wir haben vielleicht beeindruckende Ergebnisse, aber die Ergebnisse sind teilweise falsch oder wie man eben auch teilweise sagt, dass die KI halluziniert. Das heißt im Ergebnis, dass Fachwissen dringend notwendig ist, nicht nur um die Tools korrekt zu bedienen oder die Risiken des Einsatzes zu kennen. Wir benötigen auch Fachwissen, um einzuschätzen, ob das KI-generierte Ergebnis überhaupt korrekt ist. Was ich auch noch mal betonen möchte, weil das aus meiner Sicht auch oftmals vergessen wird, ist, dass die durch KI-generierten Ergebnisse in der Regel nicht gut sind, wenn man nicht ein spezielles Hintergrundwissen hat. Das heißt, wenn wir Prompts sehr oberflächlich stellen, wenn wir uns im Thema nicht auskennen, dann kriegen wir auch nur ein oberflächliches Thema, Ergebnis oder sehr, sehr plakative Ergebnisse. Wichtig sind somit nicht nur Techniken, um die Fragen und die Prompts richtig zu stellen, sondern auch die KI in die richtige Richtung zu lenken. Doch, was bedeutet das dann im Gesamten für das Verhältnis von KI und Studium? Wieder nicht weiter. Für mich bedeutet es, dass KI eine Herausforderung ist, aber vor allem auch eine Chance. KI ist ein Werkzeug, welches uns sehr unterstützen und helfen kann. Und unser Ziel muss es sein, die Potenziale zum Nutzen der Gesellschaft, der Wirtschaft, aber auch der einzelnen Personen eben voll auszuschöpfen. Das heißt eben auch im Studium KI zu nutzen. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht, der Einsatz von KI erfordert ein verantwortungsbewusstes Handeln und klare Rahmenbedingungen. Diese können zum Beispiel bereitgestellt werden in Form von Handreichungen, die behandeln, wie und in welcher Form KI im Studium eingesetzt werden darf. Wir müssen den Studierenden aber auch zeigen, wie KI-Tools bestmöglich eingesetzt werden können und welche Tools für welche Aufgaben besonders geeignet sind und welche Herausforderungen bei der Nutzung von verschiedenen Tools entstehen. Im Hintergrund habe ich ein paar Angebote dargestellt, wie wir an der ACAD dann eben den Studierenden helfen, bereits helfen oder planen zu helfen, hier mit eine AI-Literacy aufzubauen, also die Fähigkeiten im Umgang mit KI aufzubauen und diese bestmöglich einzusetzen. Um abschließend nochmal die Anfangsfrage zu beantworten, ja,
KI revolutioniert das Studium, das ein wichtiges Werkzeug darstellt. Es beeinflusst, wie wir lernen, aber auch, was wir lernen. KI-Tools können dann eben auf verschiedene Arten und Weisen eine Assistenzfunktion übernehmen. Wichtig ist aber die Verantwortung dafür, welche Ergebnisse generiert werden und wie wir die Tools nutzen, bleibt immer bei uns Menschen. Daher brauchen wir domänenspezifisches Fachwissen aus dem Studium und eine AI-Literacy, um dann diese gesamten Aufgaben wahrnehmen zu können. So, danke Ihnen. Ich hoffe, dass ich ein paar Impulse habe setzen können und freue mich jetzt, wenn Sie Fragen oder irgendwelche Anregungen haben. Ja, könnten Sie noch ein bisschen mehr im Detail erklären, was die ACAD vorhat, um ihren Studenten zu helfen, diese AI-Literacy zu lernen? Ja, also das ist ein Weg, der mit Sicherheit schrittweise gegangen wird. Also wir haben seit Sommer eine Handreichung für Studierende, die erläutert, wie der Umgang mit KI erfolgen kann. Also oder wie KI im Studium eingesetzt werden kann. Und das, um das mal ganz vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, ist eine Handreichung, die sagt, dass KI-Tools genutzt werden dürfen, wenn eben nicht die Arbeit vollständig, also die Arbeit der Studierenden darf nicht übernommen werden, aber es kann eben genau als diese Assistenzfunktion, also in Form dieser Assistenzfunktion, Entschuldigung, ich bin gerade durcheinander, ich muss den Chat mal auf die Seite schieben. Also die Handreichung soll erläutern oder soll helfen, Studierenden KI entsprechend der Regelungen oder regelkonform einzusetzen. Das heißt, KI-Tools dürfen genutzt werden, aber sie müssen zum Beispiel als Quelle genannt werden, wenn man sie entsprechend irgendwie einsetzt. Also das ist ein Weg. Also wie kann KI genutzt werden im Studium? Da haben wir schon etwas. Wir haben jetzt seit heute einen Leitfaden, der Studierende dabei unterstützt, beim Prompting unterstützt. Das heißt, bei der Frage, wie kann man sinnvoll einer KI Fragen stellen, um sinnvolle Ergebnisse zu bekommen. Ich gehe vielleicht hier einfach nochmal einen Weg zurück. Also Sie sehen rechts oben diese Handreichung, dann eben diesen Prompting-Leitfaden, der seit heute für die Studierenden verfügbar ist. Und dann sind wir dabei, eine Übersicht zu machen, bei denen Studierende etwas an die Hand gegeben wird für bestimmte Bereiche, eine Übersicht zu haben, welche Tools es überhaupt gibt am Markt, weil wir haben ja sehr, sehr viele Tools inzwischen zu ganz verschiedenen Aufgaben. Und ja, hier wird eben einfach, wird keine Empfehlung gegeben, aber es wird eine Übersicht gegeben über verschiedene Tools also ich mache es nochmal etwas konkreter, Entschuldigung, ich eier gerade ein bisschen rum. Für die Texterstellung gibt es inzwischen eine Reihe von Tools, wie zum Beispiel ChatGPT, Perplexity, You.com. Und viele andere mehr. Die haben verschiedene Vor- und Nachteile. Und wir wollen jetzt eben über eine solche weitere Grafik oder eine Information den Studierenden helfen, dabei auszuwählen, welche Tools sinnvoll sind, welche vielleicht geeignet sind für die Aufgaben, die sie haben und was sie bei der Nutzung auch beachten müssen. Also das ist jetzt mal so ein Anfang, was wir für die Studierenden machen wollen. Und parallel dazu werden wir das Thema KI natürlich auch in die Studienunterlagen integrieren, soweit es für das Thema auch relevant ist. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, danke schön. Dankeschön, Entschuldigung. So, was sind noch Fragen? Vielleicht kann mir jemand helfen, was im Chat passiert ist. Genau, hier ist die KI-Anleitung, die Handreichung und der Prompting-Leitfaden. Das hatte Daniel Markgraf ja bereits geschrieben, sind bereits im Campus verfügbar. Den KI-Assistenten, der ACAD auf die ACAD-Unterlagen hat, da habe ich jetzt leider nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist. Ein Tutor, der unterstützt, ist das gemeint damit? Also ich beantworte mir die Frage vielleicht mal selber. Also einen solchen Tutor, Daniel, da musst du mir jetzt vielleicht auch helfen. Warte. Ein so, ja, schon wieder Also die. wir testen natürlich immer wieder. Im Moment haben wir noch keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Und auf der anderen Seite müssen wir dann, wenn wir sowas einsetzen, natürlich auch viele KI
Datenschutzdinge beachten. Das heißt, wir brauchen eine deutsche Lösung, die muss DSGVO-konform sein. Also da hängt noch einiges dran. Funktionieren tut es eigentlich schon ganz gut, aber da sind noch ganz viele Dinge zu klären. Genau. Also ich wollte, es gibt natürlich schon auch Sachen, die man individuell nutzen kann, aber hier möchte ich einfach auch dafür sensibilisieren, was Herr Markgraf schon gesagt hat. Bei vielen Tools, die es gibt, muss man immer schauen mit den Dingen, die man einspeist, weil das Thema Datenschutz ist mit KI natürlich immer, also es hat eine ganz besondere Bedeutung, weil in der Regel die Angebote, gerade die Angebote, die kostenlos sind, die leben davon, also man bezahlt die mit den eigenen Daten, also alles, was man reinspielt. Und da muss man natürlich immens damit aufpassen, welche Daten man einspielt, ob man die überhaupt einspielen darf oder ob man hier auch irgendwelche Regelverstöße begeht. Also da möchte ich einfach nur sensibilisieren. Eine weitere Frage im Chat war jetzt noch, ob die Sachen kostenlos sind oder nur für die Studierenden der AKAD. Das sind jetzt vor allem eben Dinge, die wir auch für unsere Studenten gemacht haben und die denen auch vor allem über den AKAD Campus zur Verfügung stehen. Ja, okay. Das ist jetzt hier die Antwort gewesen, dass man mit den Unterlagen chatten kann. Ja, hängt natürlich immens von den Sachen ab. Die Frage war, also im Sinne von einem Tutor, ob man mit den Unterlagen chatten kann, also ein digitaler Assistent, der einen eben auch unterstützt. Und das ist jetzt eine zentrale Bereitstellung, das hat Herr Markgraf ja gerade gesagt, ist im Moment noch nicht vorhanden. Und wenn man da eben andere Modelle nimmt, die es teilweise eben auch gibt, da möchte ich eben, wie hier schon geschrieben wird, dass man eben aufpassen muss mit dem Copyright oder mit dem Urheberrecht, dass man hier keine Verstöße begeht. Gibt es weitere Fragen? Okay. Dann wäre das aus meiner Sicht eine Punktlandung. Und für diejenigen, die in den nächsten Vortrag gehen wollen, möchte ich damit mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Oh, es ist nochmal was im Chat, sehe ich gerade. Dankeschön. Dann wünsche ich für diejenigen, die rübergehen, in den nächsten Vortrag, wünsche ich da noch sehr viel Freude und interessante Informationen.